Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Und es sind dramatische Tage gewesen. Und jetzt kommen Tage der Besinnung. Und darüber wollen wir als erstes reden mit Stefan Gelper von den Grünen, nämlich das, was in Solingen passiert ist. Ein geflüchteter Syrer, der abgeschoben werden sollte, es aber nicht wurde, ja, hat eine grausame Tat begangen. 3 Tote, ich glaube 8 oder 9 Verletzte, bis jetzt zum Teil schwer. Und die Diskussion über das Asylrecht ist wieder neu entbrannt. Und darüber wollte ich kurz reden, bevor wir auf die aktuelle Bundestagsdebatte gehen, obwohl der Bundestag ja noch in Ferien ist oder sitzungsfrei ist. Aber es wird natürlich in den Kulissen ordentlich geschimpft, gemeckert und gearbeitet. Gut, wenn Sie das so nennen, wird gearbeitet. Aber lass uns ein Wort über Solingen reden. Der Kanzler war in Solingen und die Empörung ist groß. Und mein Gefühl ist, das wird auch schnell wieder vorbeigehen, wenn sich nicht grundlegend was verändert. Da kommen auch neue Anschläge. Was muss denn getan werden, politisch, dass das sich nicht wiederholt, dass die Leute, die abgeschoben werden müssen, weil es entsprechende Urteile gibt, auch abgeschoben werden? Warum geschieht denn das nicht? Also erstmal, glaube ich, fühlen alle da das Gleiche, dass es was Dramatisches passiert. So, und da gilt es auch erstmal zuerst an die Menschen zu denken, die davon betroffen sind. Das sind viele, nicht nur die Familie, nicht nur die Verletzten, sondern auch die ganzen Helfer, die das ja sehen. Das traumatisiert, und ich glaube, diese Empathie muss man da erstmal aufbringen, sich in diese Lage reinzuversetzen und nicht gleich den Standardfehler zu machen, sofort den Täter zu fokussieren. So, also das ist jetzt der erste Fokus, muss sein, wie geht es denen, was kann man denen helfen, mit dieser Situation klarzukommen. Wenn das in guten Händen ist, wovon wir jetzt alle ausgehen, dass dort sich sehr viel gekümmert wird, zumindest verraten das die Nachrichten, dann ist der nächste Schritt, wie konnte es dazu kommen? Und da gibt es eine kurz-, mittel- und langfristige Einschätzung. Die kurzfristige ist, ja, man hätte ihn ja abschieben können, dann wäre der ja nicht da gewesen, dann wäre das nicht passiert. Er hätte ja abgeschoben werden müssen, nach der Rechtslage. Da kenne ich den Fall jetzt nicht so genug. Nach Syrien abzuschieben ist sehr kompliziert. Nein, er sollte ja nach Bulgarien, da wo er herkam, ja, abgeschoben werden. So sind doch die Gesetze. Offenbar funktioniert das nicht. Dann, ganz ehrlich, dann hätte der Mensch das vielleicht in Bulgarien machen können, wäre jetzt vielleicht auch nicht so viel besser gewesen. Also der Punkt ist, jetzt hat der Generalbundesanwalt sich eingeschaltet, der Täter wird jetzt ermittelt, vor Gericht gestellt, kommt ins Gefängnis, so wie das mit jedem Täter passieren muss. Die dann mittelfristige Frage lautet ja, wie kommt es, dass Menschen sich zu so einer Tat aufschwingen? Das wird jetzt zu ermitteln sein. Da gibt es ja 2 Einschätzungen. Jetzt wird gesagt, der hat sich zum IS bekannt. Die zweite Frage ist ja immer, ist der noch ganz, also tickt der richtig oder ist der irre? So, das wird man untersuchen müssen und dann schauen, wie es zu dieser Radikalisierung, zu dieser Selbstradikalisierung kam und warum die so schnell geschehen ist, wer da im Hintergrund wirkt. Weil wir sind in Deutschland 84 Millionen Menschen circa, und da wird es immer ein paar Menschen geben, die eine Neigung dazu haben, sich zu radikalisieren und radikal zu handeln. Und deswegen müssen wir da den Blick schon auch eine Geschichte hinter diesen einen Menschen werfen, der es dann tut, sondern eben auch die schauen, die da radikalisieren, wie die es machen, wie die Leute erreichen, die da affin für sind, wie man da entgegenwirken kann. Es gibt auch immer wieder Taten, radikale Taten, extremistische Taten, Anschläge, von sehr unterschiedlicher Seite. So, und wir müssen da hinkommen, dass wir das frühzeitig erkennen, wo da die Radikalisierung kommt und dagegen wirken. Das Abschieben selbst hätte jetzt in dem Fall geholfen, wenn das nicht passiert wäre, weil es logisch ist. Ja? So, er wäre nicht da gewesen, also wäre dieser Anschlag so nicht passiert. Aber vielleicht in Bulgarien, sagen Sie ja zu Recht. Ja, man weiß es nicht. Es hilft uns jetzt aber nicht für das, was vielleicht kommt. Ja? Ja. Weil das kann ein ganz anderer Hintergrund sein. Das kann eine rechtsextremistische Tat sein, was auch immer. So, wir denken alle an Halle, wo einer mit einer Waffe dann durch Halle gezogen ist und Leute umgebracht hat. So, also wir müssen gucken, wie kommt es zu dieser Radikalisierung, wie kann man das ausschalten. Und natürlich, wenn so eine Tat passiert ist, wie hat da der Rechtsstaat so zu reagieren, dass die, die man damit erreichen kann, auch sagen, ja, sollte ich vielleicht nicht tun. Sie sind ja nicht nur Politiker und sitzen für die Grünen im Bundestag, sondern Sie sind auch Rechtsanwalt.
Ja, und wir haben Verfassungsschutz, der soll eigentlich das im Vorfeld beobachten und hat auch die Warnung ausgegeben. Der ist ja nicht ohne Grund zur Abschiebung vorgesehen. Das heißt, man hat ja irgendwas schon bemerkt bei ihm. Und dann frage ich mich an Sie jetzt, die Frage als Politiker, weniger als Anwalt, was muss denn geschehen in der politischen Ebene, dass wir, wenn wir etwas beobachten und der Verfassungsschutz zu einem Ergebnis kommt, jawohl, der ist gefährlich, dass dann die Mühlen der Justiz und der Strafverfolgung schneller anfangen, sich zu drehen. Mhm. Und nicht alles wird aufgeschrieben und wir stellen jetzt fest, jawohl, der war vorgesehen, passiert ist aber nichts. Ja? Und das regt doch die Leute auf, das regt sie maßlos auf. Wenn alles das, was wir erkennen, ja folgenlos nicht bleibt, weil der Täter ja handelt, aber auf der politischen Ebene kommt es nicht zu dem, was man eigentlich wollte. Da werden wir jetzt wieder zwei Sachen beobachten. Ja, die eine Debatte ist die, das Recht zu verschärfen. So, nun haben Sie gerade perfekt ausgeführt, dass das Recht da überhaupt nicht der Punkt ist. Die Gesetze sind alle schon da, sondern dass die Umsetzung der Gesetze die Fragestellung ist. Und bei der Umsetzung kommen dann wieder zu den alten Themen. Sind genügend Leute da, die das machen können? Stichwort Polizei und so weiter. Sind die überlastet? Haben die zu viel anderen Schmott zu erledigen? Stichwort, es ist gut, dass wir jetzt Cannabis legalisiert haben, weil da wird ein Teil Strafbarkeiten, die wirklich viel Zeit gekostet haben, einfach wegfallen. Da wird Ressourcen freisetzen. So, also dieser Punkt. Und der andere Punkt, den will ich allerdings auch nochmal dazu sagen. Also der Vollzug von Gesetzen, gut und richtig. Aber gerade wenn so eine Gefährdungsprognose, ein Potenzial erkannt wird, ist ja die spannende Frage, wie geht man damit um? Jetzt mal in dem Fall, wo man quasi hätte abschieben können. Ausschalten, sagt der Normalbürger. Ja, und wie schaltet man aus? Ja, Frage an Sie als Politiker. So, und das sage ich, da kennen wir eigentlich aus verschiedenen Szenarien die sogenannte Gefährderansprache. Und die ist recht wirksam. Das heißt, man hat jemanden identifiziert, dass da eine Gefährdung ausgeht. Und meinetwegen kann man, nehmen wir das Spiel mal durch, den kann man jetzt nicht abschieben, weil es zum Beispiel ein Deutscher ist. Dass dann die Polizei mal hingeht und sagt, wir haben hier Gefährderansprache, wir wissen, dass... Das heißt, wir haben das über dich erkannt. Ja, guck mal hier rein. Wir haben dich im Blick. Ja. So. Und das wird zum Beispiel sehr gerne bei Fußball-Hooligans gemacht, so bei gefahrvollen Spielen oder so, wo man erwartet, dass dort Gewalt kommt, dass man eben vorher mal die Leute anspricht und sagt, sorry, wir wissen, was passieren könnte und wollten mal mitteilen, dass wir es wissen. So, und ich glaube, dass das schon hilft. Und dann hilft auch, wenn auf so eine Tat eine schnelle Reaktion erfolgt. Das heißt, keine ewigen Ermittlungs- und Gerichtsverfahren, wiewohl da vor Gericht und auch richtigerweise Gründlichkeit vor Schnelligkeit geht. Trotzdem ist dort sehr hilfreich, wenn auch alle mitkriegen, das ist nicht konsequenzlos, sondern der fährt dann halt ein. Was mich ja, und wahrscheinlich, ich spreche jetzt mal, glaube ich, für einen großen Teil der Bevölkerung, was mich wundert und böse macht, ist, vor einem Jahr ist der Beschluss gekommen, den auszuweisen nach Bulgarien. Ein Jahr vergeht. Was hat er denn gemacht das ganze Jahr? Gesprochen hat ja offenbar mit ihm niemand in der Weise, wie Sie es gerade geschildert haben. Das heißt, er läuft schon seit einem Jahr hier rum, obwohl er hier gar nicht mehr sein darf. Mhm. Gibt es keine Behörde, die sagt, Moment mal, der ist ja noch da, den müssen wir doch abschieben. Oder Moment mal, was macht der denn noch hier? Oder was macht er überhaupt? Haben wir den unter Beobachtung? Was passiert denn eigentlich? Also diese Tat ist jetzt wenige Stunden her. Und da wird sich in Nordrhein-Westfalen im Innenministerium, aber auch im Parlament sicherlich noch einiges ergeben, auch aufzuarbeiten geben, was da genau wie passiert ist oder eben auch gerade nicht passiert ist. Ich erinnere mich dann mal an den Breitscheidplatz und was hier in Berlin passiert ist und zwölf Tote, wenn ich mich erinnere. Genau, um welche Lücken dort, weil auch dort war der Täter im Vorfeld, also nicht als Täter bekannt, aber aufgefallen. Als Gefährder heißt das, glaube ich. Genau, ne? Und da gab es ja erhebliche Zusammenarbeitsprobleme zwischen Verfassungsschutz, Polizei und so weiter, sodass der eben überhaupt nicht diese Aufmerksamkeit bekommen hatte, die irgendwer mal festgestellt hat, dass er die hätte bekommen müssen. Weiß man auch nicht, ob es die Tat verhindert hätte oder ob die Tat dann anders erfolgt wäre oder. Und im Nachhinein ist man sowieso immer schlauer. Aber trotzdem lässt sich ja festhalten, dass zumindest für den Fall damals da einiges an
Effizienzgewinnen, so will ich es mal nennen, besteht und man einfach besser werden kann in der Ermittlungs- und Polizeiarbeit. Ich muss allerdings trotzdem mal feststellen, dass die Polizei an vielen Stellen einfach viel zu viele Aufgaben hat und wir deswegen auch schauen müssen, wo können wir die Polizei entlasten. Mir fällt da zum Beispiel immer noch das Schwarzfahren ein, was eine unglaubliche Anzahl von Ermittlungsstunden sowohl bei der Polizei als auch bei den Gerichten auslöst. Das sind jetzt nicht original immer die gleichen, aber da die Polizei ein Gesamtkomplex ist, müssen wir einfach gucken, was ist wichtig, was sollen die erledigen und was ist eben auch verzichtbar. Schwarzfahren ist immer noch eine Straftat. Es ist immer noch eine Straftat. Es gibt auch viele Menschen, die deswegen sogenannte Ersatzfreiheitsstrafen in Gefängnissen verbringen. Das heißt, es belastet sowohl die Polizeiarbeit, es belastet die Gerichte, die Staatsanwaltschaft und zum Schluss auch den Justizvollzug. Ja. So, und das ist einfach ein Strang, wo ich sagen möchte, Bußgeld tut es auch. Ja, und die Frage... Das löst jetzt nicht Solingen, ja? Es macht uns ja alle nachdenklich. Er sagt, wieso kann der ein Jahr rumlaufen? Und ich frage mich, ich habe ja die Frage Ihnen schon gestellt, stand der nicht unter Beobachtung? Wie ist denn das normal, wenn jemand abgeschoben werden soll und das klappt nicht? Der wird also nach Hause geschickt und keiner kümmert sich mehr darum? Das ist ja ein bisschen der nächste Punkt. Es gibt ja sehr schnell den Ruf, dass wenn jetzt dieser Täter dort ermittelt und verurteilt ist, dass man den dann abschieben solle. Da komme ich jetzt als Strafverteidiger oder als strafrechtlich gebildeter Mensch daher und frage mich so, naja, nee, also ein Straftäter, der verurteilt wird, der gehört nicht abgeschoben, der gehört ins Gefängnis. So, und wenn die Gefängnisstrafe abgelaufen ist, dann können wir ja mal gucken, was dann passiert, aber erstmal gehört er ins Gefängnis. Weil das ist der Strafanspruch des Staates, der Bundesrepublik Deutschland, gegenüber einem Straftäter, aber auch der Opfer, die das quasi erwarten, dass da eine Reaktion erfolgt. Und ganz ehrlich, jemand in die Freiheit zu setzen, selbst wenn diese Freiheit nicht mehr in Deutschland ist, finde ich, ist jetzt keine Konsequenz aus einer Straftat. So, und deswegen also haben wir eine Lücke im Gesetz? Nee, da ist eine komische Lücke in der Debatte, die ja immer stattfindet. So, also das heißt, ein Straftäter muss verurteilt werden, muss ins Gefängnis, wenn die Straftat das hergibt. Und gehört nicht nach Bulgarien oder nach Syrien, wohin immer auch abgeschoben, wo er dann einfach in Freiheit ist, als ob nichts passiert wäre. So, das ist doch der Punkt. Der muss erstmal ins Gefängnis. Aber also für nach der Tat, für vor der Tat. Er hat ja gar keine Straftat begangen. Sollte abgeschoben werden. Nach der Tat. Er hat aber gar keine Tat vorher begangen. Das heißt, der konnte nicht abgeschoben werden, aus welchen Gründen auch immer. Er ist untergetaucht. Und keiner hat sich mehr darum gekümmert. Gut, wenn Menschen untertauchen, dann kann man da versuchen zu ermitteln, wo derjenige ist oder diejenige. Aber wem wollen sie da den Vorwurf machen? Da kann man wiederum höchstens sagen, dass die entsprechenden Behörden besser ausgestattet werden müssen, um diesen Fällen dann eben stärker nachzugehen. Weil der normale Bürger sagt, ernsthaft, das hättet ihr doch wissen müssen. Womit gemeint ist Polizei, Verfassungsschutz, Das ist dann so ein bisschen fernab der Wirklichkeit, weil tatsächlich gibt es in Deutschland viele Menschen, die untergetaucht sind. Und das hat jetzt gar nicht mit Abschieben zu tun. Ja. Wir haben bekannteste Fälle sind gerade wieder in der Presse, in den Medien gewesen, RAF. So. Ja. Aber wir haben auch hunderte gesuchte Neonazis, die abgetaucht sind, was auch, glaube ich, einige Stirnrunzeln verursacht, und zwar zu Recht, weil wir auch da nicht wissen, was da kommt. Und das heißt einfach, dass wir konsequent unsere Behörden in die Lage versetzen müssen, diesen Fällen nachzugehen, um da eben habhaft zu werden. Es werden Haftbefehle nicht vollzogen, weil die Leute untergetaucht sind. Ja, also das ist jetzt gar nicht so. Es gibt einem schwer zu denken, dass das so ist in diesem Staat. Ja, auf der einen Seite schon. Und natürlich muss man gucken, ist das jetzt eine besondere Höhe? Ist da besonders was passiert? Auf der anderen Seite ist das, muss ich mal vorstellen, wann die Lage dieser Person versetzen, wo dann Haftbefehl zum Beispiel existiert. Natürlich sind das Menschen, die dann mit dieser Situation umgehen. Und einige treten dann diese Haft an und andere versuchen sich dem zu entziehen. Und da muss der Staat dann halt nacharbeiten, vollkommen klar. Ja, wir machen jetzt hier einen Punkt, einen Satz noch ordentlich sagen. Der ist, nachdem man ihn holen wollte, um ihn nach Bulgarien abzuschieben, untergetaucht. Und in diesem Monat muss er doch von irgendwas gelebt haben. Kann es sein, dass da das Netz, das wir IS nennen oder als solches jetzt, der IS hat sich ja bekannt, dass das einer von seinen Leuten ist.
Ja, dass wir das nicht genug unter Beobachtung haben, das stelle ich mal in den Raum als Frage. Und wir machen jetzt eine kleine Werbe- und Denkpause. Und dann machen wir einen Punkt zu Solingen und hoffen, dass es nicht passiert. Und ich bin sicher, es wird irgendwann und irgendwo wieder passieren. Und bis dahin muss der deutsche Staat in der Lage sein, sich besser und klarer und deutlicher zu erkennen, wen er da vor sich hat. Wir reden nach der Pause weiter über das, was im Bundestag auf uns zukommt. Die Koalition hat, ich habe Streiten genannt, Sie haben es gesagt, die Arbeit. Ich glaube, da ist beides drin, ja. Und dann sind wir gleich wieder da, bleiben Sie dran. Zurück in unsere Sendung aus dem Bundestag und zu Gast ist Stefan Gelbreyer, der verkehrspolitische Sprecher der Grünen Fraktion im Bundestag, selber Rechtsanwalt und Politiker in Berlin. Macht es eigentlich Spaß zuzusehen, wie Ihre Partei, die Grünen, sich innerhalb dieser Ampel schlagen, wenn sich alle gegeneinander überfallen? Ist das ordentliche Politik, die man da macht, oder nähert sich die Ampel dem Ende? Also man muss da ja immer hinschauen, was ist Rhetorik und was sind so die Ergebnisse. Rhetorisch finde ich es manchmal richtig amüsant. Also es gerade vor kurzem gab es so ein Entfernungsduell, will ich es jetzt nicht nennen, Auseinandersetzung, wo Linda erzählt hat, dass er ja unter einem grünen Habeck nicht in der Regierung sein will. Und jetzt gab es den Konter von Robert Habeck. Er wird auch nicht in die Regierung kommen. Er wird auch dann nicht in die Regierung kommen. Das fand ich persönlich unterhaltsam. Ja. Und auch einen schönen Konter. Und dann gibt es die zweite Ebene, wo ja faktische Probleme einfach versucht werden, die zu lösen. Also zum Beispiel Haushalt. So, Tuch ist zu knapp. Und jetzt sagen die einen, müssen wir etwas kürzen. Die anderen sagen, naja, gibt Verschuldung auf dem Papier und in der Infrastruktur zum Beispiel, ist mein Thema. Da kannst du dich zwar entscheiden, aber nicht kürzen. So, und dass da eine veritable Diskussion und Nachtsitzung und so weiter stattfinden, das finde ich gut und richtig. Und vielleicht kann man es auch ohne Nachtsitzung machen, aber dass das Arbeit ist, ist doch klar. Reden wir noch mal über ein Thema, das kocht so ganz langsam nach oben, ist dann wieder verschwunden, nämlich das Autopapier der FDP. Das ist eine klare Aussage, Verbrenner muss bleiben. Ihre Aussage ist doch, glaube ich, Verbrenner muss weg. Also nicht meine Aussage, sondern es ist die Verabredung. Meine ich der Grünen. Ja. Ich wollte bloß noch weitergehen. Es ist nicht nur die Verabredung der Grünen, sondern es ist die Verabredung innerhalb der Europäischen Union, die da sagen, ab 2035 sollen neue Fahrzeuge emissionsfrei unterwegs sein. So, das ist ökonomisch, ökologisch, sozialpolitisch, unter ganz vielen Aspekten ist das richtig. Und trotzdem ist es ja, kann man darüber diskutieren. Und das tut die FDP, die dort quasi sagte, wir können auch irgendwie weitermachen wie bisher. Und den Verkehrsminister stellt. Und den Verkehrsminister stellt natürlich, sonst wäre es ja nicht so spannend. Und wir sagen, oder ich sage, Leute, es geht bei diesem Thema nicht nur darum, irgendwie eine Technologie auslaufen zu lassen. Und das bedeutet nicht, dass man 2035 seinen Verbrenner nicht mehr fahren darf. Das heißt bloß, dass ein Neufahrzeug dann eine andere Technologie hat. Also wenn ich 2035 am letzten Tag noch einen Diesel kaufe, dann kann ich den fahren, bis er auseinanderfällt. Es ist wie bei diesen Glühbirnen, als die ausgeführt wurden. Da haben ja auch nochmal ganz viele Leute sich unendliche Mengen von Glühbirnen gekauft. Darf man tun. Da kann man die auch ganz lange noch verwenden. So, ob das jetzt sinnvoll ist, machen wir ein großes Fragezeichen dran. So ist es auch bei den Autos. Sie können auch 2036, 2039 und wahrscheinlich auch 2050. Und der Kernpunkt ist jetzt, dass der Verkehrsminister der FDP sagt, das wollen wir von 2035 auf 2040 verschieben. Ja, so konkret sind sie gar nicht geworden, sondern die sagen, sie wollen eine Ausnahme für E-Fuels haben. Da sage ich immer so, bringt doch mal ein paar E-Fuels. Wir brauchen die nämlich dringend für Schiffe, für Flugzeuge, für die Bestandsverkehre. So, und die gibt es aber einfach nicht. So, das ist eine Phantomdebatte. Die Debatte, die aber ernsthaft geführt werden muss, ist, wie kriegen wir die Wertschöpfung rund um Elektromobilität in Deutschland festgehalten? Wie kriegen wir in Deutschland, in der Bundesrepublik, die Technologieführerschaft in diesem Thema? Wie schaffen wir und sichern wir die Arbeitsplätze hier? Und das ist wichtig, nicht nur für die Leute, die bei Tesla arbeiten, in Grünheide, sondern auch für die Leute in Heide, die da demnächst bei einer Batteriefabrik arbeiten oder für die Leute in Wolfsburg und Zwickau, die schon an Elektroautos arbeiten. So, das ist also nicht mehr irgendeine Phantomdebatte, sondern die ist sehr real. Ja, aber Herr Gelbmann, die Debatte ist auch keine Phantom. Die Atomdebatte mit der FDP ist auch eine sehr veritable, aber ja, das ist eine andere. Ja, da kommen wir in der nächsten Sendung mal drauf. Der Punkt ist doch der,
Elektroautos wollen die Leute nicht. Wir haben einen Einbruch um 30% beim Verkauf der Elektroautos in Deutschland. Wo ist der Anspruch, dass wir Vorreiter der Elektromobilität werden sollten? Also das ist, also erstmal, wir haben ungefähr einen Flow. Also es gibt so, der Einbruch ist, wo die Förderung weggefallen ist. Das hat sich dann wieder normalisiert auf dem Niveau und so weiter. Will ich gar nicht weiter ausführen. Der Punkt ist, das ist eine deutsche Sondersituation. In Belgien gehen die Verkäufe sehr steil nach oben. Das hat was mit der Besteuerung dort zu tun. So, und der Punkt ist trotzdem, wie kriegen wir es hin, dass wir mehr Leute sich über Elektroautos so kundig machen wie über Verbrenner, wo man Hubraum, KW und PS-Werte aus dem Kopf und so weiter weiß. Da müssen wir hinkommen, das stimmt. Und da ist aber ein Punkt, dass man dann eben doch diese Debatten so führen muss. Und dass die Industrie eben nicht bloß die ganz großen, schweren Fahrzeuge produziert, sondern eben auch die kleinen und Mittelklassewagen, wo halt ja die Mehrheit der Bevölkerung drauf wartet. So, das muss man ganz klar sagen. Es kauft sich halt nicht jeder einen Mercedes. Und das sind die Punkte, die noch offen sind. Ansonsten hat die FDP mit diesem Autopapier noch andere Sachen gefordert, die ein bisschen lustig teilweise waren, also auf der Sachebene. Also begleitetes Fahren ab 16 ist ja richtig, aber mit der Begründung, damit auf dem Land die 16-Jährigen mobiler werden, wenn mein Vater daneben sitzt oder auf dem Fahrersitz, wird er nicht mobiler. Der sagt, ich muss jetzt auf den Trecker. Und der 16-Jährige sagt, ich muss in die Schule. Ja, aber dann gefahren werden. Begleitetes Fahren heißt ja, dass der Vater nicht auf dem Trecker ist, sondern auf dem Beifahrer sitzt. Ja, eben. Das ist und ja der Quatsch. Sagt, ich kann dich nicht fahren, ich muss jetzt aufs Feld. Oder gratis parken war auch noch so eine lustige Forderung, wo ich dachte, wow, Herr Lindner hat Geld gefunden. Dann ist ja der Haushaltsstreit gelöst. Ist natürlich nicht so, sondern die Frage ist da auf der Ebene eins drüber, warum macht die FDP das? Ja. Und da sind wir bei den drei Landtagswahlen, die jetzt anstehen. Und die FDP in der Fläche ist halt nicht so vorhanden. Also wird aus Berlin, aus der Bundesgeschäftsstelle, der Wahlkampf geführt mit schrillen Forderungen. Das war eine davon. Ja. Während wir jetzt als Bündnisgrüne vor Ort, ich war jetzt gerade in Chemnitz, sehr intensiv Wahlkampf machen mit vielen Ständen, mit Plakaten, mit, ich habe jetzt die Chemnitz mit sauber gemacht, also den Fluss. Chemnitz heißt Chemnitz, weil da so ein Fluss durchfließt, der so heißt. So, ja, also wir sind da einfach mehr vor Ort. Ich war da jetzt mal auf Wahlkampf, Urlaub, Besuch, mal mit da, hab mir das mal angeschaut, ein bisschen mitgeholfen. Und das ist natürlich, wenn du Leute hast, die vor Ort Wahlkampf machen, dann wollen die keine schrägen Forderungen aus Berlin. Wenn du aber keine Leute vor Ort hast, dann brauchst du schräge Forderungen. Dann hilft eine schräge Forderung, um zumindest im Gespräch zu sein. Wir sind am Ende der Sendung. Am Sonntag wird gewählt und dann schauen wir mal, was wird. Nach jetzigen Umfragen fliegt die FDP aus beiden Landtagen. Ja. Ich wünsche es ihr nicht. Wir wünschen ihr nicht, genau. Aber, die hatte ich gerade auf der Zunge. Ja, und dann sehen wir weiter und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da sind. Der Bundestag kommt am 5. September, glaube ich, wieder zusammen. Ja. Dann ist die sitzungsfreie Zeit, so heißt das in der Politik, kein Ferien, kein Urlaub, sitzungsfreie Zeit zu Ende. Obwohl das falsch ist, es gibt nie Sitzungen. Aber ja, das ist und der Haushalt muss bis November dann unter Dach und Fach sein. Das heißt, wir werden die Haushaltsdiskussion noch einige Zeit erleben und wir werden die Diskussion über die Terrorattacken weiter fortführen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute hier waren. Stefan Gelper, er ist Rechtsanwalt vom Beruf und Politiker aus Leidenschaft, darf ich das so sagen? Das, glaube ich, dürfte zutreffend sein. Ja. Ich bedanke mich, dass Sie da waren und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wie jeden Montag 2015 aus dem Bundestag. Bis nächste Woche. Danke für heute und tschüss.